Schönen guten Tag, Herr Lobo. Es freut mich sehr. Wir hatten gerade die Einführung in unser Forum. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass wir sehr viele Berührungspunkte haben. Wir, die uns um innovative Mitarbeiterqualifizierung kümmern, Sie als der Experte, wie wir auch erleben durften in Sachen Digitalisierung. Jetzt sitzen wir hier auf dieser Couch in der Print Media Akademie. Kommt ein bisschen vor wie bei den alten Muppet Show, aber vielleicht haben wir ja trotzdem auch ein paar weitergehende Bemerkungen. Ich würde mich noch sehr interessieren, wie Sie das sehen. Was mich wirklich am meisten umtreibt, ist, wie bereite ich jetzt eigentlich als Unternehmen meine Belegschaft auf den digitalen Wandel vor? Ist das für Sie überhaupt ein Unterschied, die Vorbereitung auf den digitalen Wandel? Oder wie ist das Teil der Digitalisierung an sich? Und was würden Sie den Unternehmen sagen, was sollen die tun? Die Mitarbeiter auf den digitalen Wandel vorzubereiten, ist der absolut kritische Erfolgspunkt. Also dieser ganze Bereich Digitalisierung, digitale Transformation, der digitale Wandel selbst, der kommt auf uns zu, und ob er gelingt oder nicht, hängt maßgeblich von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ab und hängt auch maßgeblich davon ab, ob man das erforderliche Wissen in die Köpfe reinbekommt. Und ich glaube, dass es deswegen ziemlich wichtig ist zu verstehen, dass man mit den Mitarbeitern nicht nur sprechen muss, sondern sich auch um die Punkte kümmern muss, die diesem Lernprozess im Weg stehen, ohne dass man das erfährt. Nämlich zum Beispiel bestimmte Ängste, eine bestimmte Furcht, die mit dabei ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Furcht anzusprechen, zu adressieren, ohne sie über Gebühr zu betonen, dass sie erst geweckt wird. Aber schon sie anzusprechen und im gleichen Atemzug zu sagen, der Furcht kann man begegnen durch Erkenntnis. Das ist die Essenz. Erkenntnis, Lernfortschritt ist das beste Mittel gegen die Furcht vor der Digitalisierung. Das ist, glaube ich, wirklich nachvollziehbar, und gut, die Furcht ist ja wahrscheinlich auch teilweise da, dann ist es auch der Weg, sie zu bekämpfen. Es gibt aber ja vielleicht auch eine andere Furcht. Jetzt sagen wir schaffen es, den Mitarbeiter im Intranet zu Discussion Boards, zur Beteiligung, in Wikis dazu zum Mitmachen zu animieren, wirklich den digitalen Wandel bereits so zu begleiten, könnte ja auch eine Maßnahme sein, die Angst davor zu nehmen. Gleichzeitig haben Sie aber selber in Ihrem Vortrag ja sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass durchaus man damit ja sehr viel von sich preisgibt, was ja exakt, und das ist etwas, was ich beobachte, die gleichen Menschen, die auf Facebook sehr einfach Informationen teilen, sind auf einmal sehr, sehr, sehr zurückhaltend, dort, wo es dem Unternehmen am meisten helfen würde, nämlich in genau diesen Wikis, in den Slacks dieser Welt, in dem Intranet. Und jetzt ist meine Frage, was würden Sie den Mitarbeitern empfehlen? Öffne dich im Unternehmen, oder würden Sie da doch sagen, da musst du schon genau wissen, was du tust? Aus meiner Perspektive ist es eine Frage der Unternehmenskultur zum einen und zum zweiten auch der jeweiligen Persönlichkeit. Es gibt Menschen, speziell in Deutschland, die werden in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben, und zwar unabhängig vom Alter, da gibt es auch Junge, einfach nicht mehr persönliche Daten preisgeben wollen im Unternehmenskontext. Die haben da eine Scheu, die ich nachvollziehen kann. Und mit diesen Mitarbeitern muss man eben auch zurechtkommen und mit denen muss man auch sprechen können. Ich glaube aber, dass die Mehrheit viel eher eine Motivation braucht, einen Vorteil davon und vor allem auch einen spürbaren Vorteil. Nicht nur eine Mohrrübe, die in 300 Metern Entfernung vielleicht hängt oder auch nicht, sondern einen spürbaren, einen unmittelbaren Vorteil davon, dass sie ihr Wissen mit anderen teilen. Das muss prozessualisiert werden, und wenn das geschieht, dass man die Bereitschaft, Wissen mit anderen zu teilen, Lernprozesse gemeinsam mit anderen anzustoßen, wenn man die direkt incentiviert, ganz unmittelbar, ganz spürbar für die Leute selbst, dann fangen sie nach und nach auch an, Daten in die verschiedenen Softwares einzustellen, die man aufgesetzt hat, um Wissen im Unternehmen zu verteilen. Und das ist dann auch zum Vorteil der Mitarbeiter. Das sozusagen, den Mut möchten Sie den Mitarbeitern zusprechen. Natürlich ist das zum Vorteil der Mitarbeiter in dem Moment, wo wir in einer Zeit leben durch Digitalisierung, den digitalen Wandel, wo es eben überhaupt nicht klar ist, ob ein Unternehmen, das heute sehr erfolgreich ist, auch in 5 oder 10 Jahren noch erfolgreich ist. Letztlich ist dieser Wandel eine Frage der Fortbildung, der Bildung, auch für den Einzelnen, und eine Frage des Unternehmens, ob es das Unternehmen noch in dem gleichen Erfolgsmodell in 10 Jahren überhaupt gibt. Und da funktioniert, und das zeigen fast alle Daten, die man da weltweit kriegen kann, da funktioniert ein Unternehmen, wo es eine Kultur des Austauschs gibt, was den Wandel angeht, sehr viel besser. Denn Wandel und Informationsaustausch hängen unmittelbar miteinander zusammen. Sehr nachvollziehbar. Wenn ich jetzt da ein bisschen bei bleibe, und jetzt gerade auch bei Themen, die das an uns als TTS besonders umtreiben,
Dann sind es jetzt zwei Fragen, die ich dazu habe, die die Digitalisierung einfach auf den Alltag. Wie begleite ich, dass Mitarbeiter lernen, weiterkommen, sich auf den digitalen Wandel vorbereiten, betreffen? Das erste ist, anderer Blickwinkel auf die Digitalisierung, aber welche Verantwortung, Chancen, Möglichkeiten oder auch Begrenzungen sehen Sie für die Personalsysteme, die es dafür gibt? Also die Mitarbeiter in Unternehmen stecken zunächst beim Personalsystem. Es gibt mittlerweile sehr weitreichende Möglichkeiten, das mit über in der Cloud, über Talentprofile etc., Expertenwissen, Skill- und Kompetenzkataloge abzudecken. Die Learn-Management-Systeme spielen natürlich dann für die Weiterbildung eine große Rolle. Welchen Weg sehen Sie dort? Da drüben ist Waldorf, ist ein SAP, hat sicherlich auch seine Verpflichtungen, dem nachzukommen. Was sehen Sie da? Sehen Sie da eher Beschränkungen und glauben, dass es ohnehin überholt wird durch die Dynamik, oder glauben Sie, dass dort noch Potenzial ist? Ich glaube, dass natürlich ein Potenzial vorhanden ist, was gehoben werden muss. Da führt auch gar kein Weg dran vorbei. Es ist ja nicht so, dass man ein Unternehmen, von dem das Management gemerkt hat, dass es im Wandel ist, jetzt einfach mal komplett sich die Mitarbeiter aussuchen kann. Man muss eben als Unternehmen auch mit den Mitarbeitern rechnen und agieren können, die schon vorhanden sind. Und da ist es sehr wichtig, diesen Wandel nachvollziehbar und nicht zu schnell zu gestalten. Das bedeutet, alles, was evolutiv funktioniert in diesem Bereich, ist in den meisten Fällen nicht ganz falsch. Gleichzeitig sehe ich, wenn man jetzt so im Fortbildungskontext, im Corporate Learning Kontext die 70-20-10-Regel betrachtet, eine Prozessualisierung dieser 20 will sagen, das Wissen, was von Mitarbeitern untereinander weitergegeben wird, dass die Art des Lernens, die geschieht, wenn Menschen sich austauschen, das wird zunehmend wichtig und braucht auch eine Abbildung innerhalb der digitalen Welt. Für mich führt das früher oder später zu einer Social Learning Plattform, von der ich noch nicht sagen kann, wie sie genau aussieht, die aber das klassische Lehrbuch- und Seminarwissen verknüpft mit sozialen Elementen. Und spätestens dann merkt man, das ist eine neue Ebene von klassischen Softwares, die heute eingesetzt werden. Und ob der Schritt dahin ein riskanter Schritt ist, von heute auf morgen einzuführen, oder ein langsamer evolutiver Schritt, das kann sich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden. Und natürlich sogar bis in die einzelnen Mitarbeiter und Bereiche hinein. Vielen Dank. Da, gerade wenn ich auch Ihre Antwort davor damit verbinde, dann ergibt sich eigentlich der Schluss, denn natürlich gibt es soziale Lernplattformen, aber dass die Unternehmen fliegen, das setzt wahrscheinlich genau das voraus, dass die Mitarbeiter auf diesen digitalen Wandel so vorbereitet wurden, wie Sie es eben gesagt haben. Bringt mich jetzt zu der zweiten angedrohten Frage. Wenn wir vom Lernen im Unternehmenskontext reden, trotzdem geht es immer auch um Inhalte, selbst auch in der freien Welt. Sie haben ja angesprochen, dass eben mittlerweile auch die großen Internet- oder die großen Universitäten versuchen, Angebote ins Netz zu stellen, verfügbar zu machen. MOOCs war vor einigen Jahren ein Riesenhype, ist es immer, wir machen selber gerade einen. Ist aber, wenn man ehrlich ist, gar nicht so revolutioniert, wie man es vielleicht vor 2 Jahren erwartet hat, weil man gedacht hat, das ist ja alles jetzt im Netz und kostenlos zu haben. Eine These ist, es liegt an der Qualität, und das bringt mich jetzt zur Frage. Wenn ich darüber nachdenke, die Qualität des Wissens, das Sie vermitteln wollen, das ist ja schon immer noch ganz entscheidend. Jetzt haben Sie zwei Sachen, die Sie brauchen. Sie brauchen offensichtlich ja massiv Content, Berge an vielleicht auch möglichst attraktiv gestalteten Wissensmaterialien. Das muss ja jemand machen können, er muss es effizient machen können. Und auf der anderen Seite brauchen Sie auch eine Art Kontrolle. Sie müssen ja dafür, oder brauchen Sie Kontrolle? Das ist ja genau die Frage. Es ist mittlerweile so dynamisch, dass Sie hergeben, aber irgendjemand muss doch sicherstellen, dass das Wissen, das verfügbar gemacht wird, vielleicht auch stimmt. Oder ist es vielleicht auch in Zeiten von Fake News gar nicht mehr so relevant? Es ist absolut relevant, dass das Wissen, was verfügbar gemacht wird, stimmt. Deswegen sprach ich auch gerade davon, wenn wir von 70-20-10 reden, dass 20 und 10 miteinander verschmelzen müssen, dass die 10%, die für ganz klassische Mechanismen stehen, die aber dafür redaktionell in den meisten Fällen bis ins Detail durchgeprüft sind und ja auch deswegen so aufwendig sind, dass die als Basis dienen für eine soziale Lernumgebung. Wir haben so Klassiker quasi der Didaktik wie die Social Learning Theory, wo man anfängt nur noch in Gruppenkonstellationen zu lernen. Das ist, glaube ich, nicht das, worauf es hinausläuft. Es läuft schon darauf hinaus, dass man in Lernkontexten mit einem Material sozial agiert. Und das Spannende ist, das sehen wir in der jüngeren Generation heute schon, auf einem sehr viel niedrigen Niveau. Wir reden jetzt hier nicht von Ingenieurskommunikation. Wenn so ein klassisches 14-jähriges Mädchen, ein Teenager-Mädchen in Deutschland, wenn die wissen möchte, ob morgen die Geschichtsstunde stattfindet oder nicht, dann
fängt sie nicht an, in irgendwelchen Mailinglisten zu suchen oder vielleicht gibt es eine Website von der Schule oder so. Nein, sie geht sofort in ihre WhatsApp-Gruppe aus der Klasse und dann tippt sie das da nicht rein, sondern dann spricht sie einen kurzen Kommentar in ihr Smartphone und sagt, sag mal, findet morgen eigentlich Geschichte statt? Ich weiß es gar nicht genau. Und dann kriegt sie 27 Antworten. Und zwar von allen anderen Schülern und Mitschülerinnen auch. Die hört sie sich auch alle einzeln an. Und davon stimmen 19 und 5 stimmen überhaupt nicht. Und 3 haben einen völlig anderen Inhalt. Und 2 sind irgendwie nur vom Anlass her richtig oder falsch und erzählen irgendeine Geschichte von gestern. Und ich glaube, das bildet sehr gut ab, worum es eigentlich geht. Es geht eben nicht nur um das reine Faktum, sondern auch um das Handling, wie solche Daten, wie solche Fakten, solche Lerninhalte und Essenzen in einer Gruppe vermittelt werden. Und auf einmal merkt man, oh, da steckt sogar ein Mehrwert drin. Ja, das ist so eine Art Publikumsjoker. Wenn 3 Leute sagen, es findet statt und 17 sagen, es findet nicht statt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass die 17 Leute recht haben. Wir haben also eine Art soziale Bestätigung und ständige Kontrolle und Überprüfung, auch die Möglichkeit, neue Informationen in solche Zirkel hineinzubekommen, die ergänzen können. Dass einer sagt, ich habe gerade mit der Frau sowieso irgendwie gechattet, die ist doch krank, es findet nämlich nicht statt, wo einfach eine Information sich verändert hat. Und all das kann man sozial abbilden. Und dieses kleine, interessante Beispiel, was heute Realität ist, zeigt uns, es gibt eine soziale Dynamik beim Lernen. Wir brauchen zwingend die Fakten, die Essenz, die Inhalte, die müssen richtig sein. Und gleichzeitig glaube ich daran, dass sie sozial, digital erweitert und bearbeitet werden in der Gruppe. Vielen Dank. Ich glaube, wir sollten jetzt da vielleicht dann zum Schluss kommen. Deswegen eine Frage möchte ich einfach noch stellen, um die Gelegenheit zu geben. Haben das auch heute schön erlebt. Ich glaube, Sie treffen mit TTS, mit den Teilnehmern des Forums ganz besonders. Mit Ihnen haben wir das physisch fast erleben können. Jemand, der einfach sagt, wir müssen es als Gelegenheit begreifen, wir müssen es vorantreiben, wir müssen die Leute auf den Wandel vorbereiten und gleichzeitig auch ist dieser Wandel nochmal so massiv, dass selbst also die Belegschaft muss sich wandeln und auch noch das Geschäftsmodell möglicherweise gleichzeitig. Das war alles sehr viel und eben dann doch beängstigend, weil es auch einfach ehrlicherweise bedrohlich wirkt oder vielleicht an manchen Stellen ist, wenn man es nicht tut. Haben Sie vielleicht noch eine Botschaft, die Sie genau dieser Gruppe mit auf den Weg geben können? Wie wir es vorantreiben können, sollen, machen, tun, werden. Ich habe eine zentrale Botschaft, die sich eigentlich an die Unternehmen des Landes richtet. Wir haben, was die deutsche Wirtschaft insgesamt angeht, das größte und schönste Problem, das man sich vorstellen kann. Aber es bleibt ein Problem. Und dieses Problem ist der riesige Erfolg der deutschen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist so wahnsinnig erfolgreich, dass jeder Druck der Weiterentwicklung fehlt. Und gleichzeitig ist diese Weiterentwicklung essentiell nötig. Wir sehen das als wiederkehrendes Muster der Digitalisierung, der digitalen Transformation. Wer den Wandel nicht meistert, der wird untergehen. Und der Wandel ist schneller geworden. Das heißt, die bisherigen Erfolgsrezepte, das, was bis gestern noch fantastisch funktioniert hat, um Weltmarktführer zu sein, aus dem Sauerland heraus, das kann morgen nicht mehr ausreichen. Dieser Wandel, der kommt auf uns zu und wir müssen ihn gestalten, wir müssen ihn von der Fortbildung der Mitarbeiter und auch von der Weitsicht des Managements gestalten, solange wir noch die Puste haben, um das auch abbilden zu können. Denn es ist ein nicht besonders preisgünstiger Prozess. Es ist ein Prozess des Lernens und der Erkenntnis, der nicht nur tiefgreifend ist, sondern auch ganze Unternehmensstrukturen in Frage stellt. Ein ganz simples Beispiel: wenn man sehr, sehr ehrlich ist und Entwicklungen wie Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz und Machine Learning mit einbezieht, dann wäre heute die Frage eines Mitarbeiters, ist mein Job sicher in 5 Jahren? Eigentlich ehrlicherweise zu beantworten mit Nein. Dein Job ist nicht sicher, in der Form, wie du ihn heute ausübst. Aber wenn du bereit bist, dich weiterzubilden, fortzubilden, dann kann es gut sein, dass du in 5 Jahren der beste Mitarbeiter bist, der in einer anderen Abteilung gebraucht wird. Und aus dieser simplen Erkenntnis kann man ganz einfach schlussfolgern. Die Erfolgsaussichten der digitalen Transformation sind direkt verknüpft mit der Fortbildung. Punkt. Punkt heißt Punkt. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Sehr treffend. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön.